darf euch ganz herzlich zu unserer 110-Jahr-Feier heute begrüßen. Wir seht, wir haben sich gedacht, wir lassen euch heute nicht im Ring stehen, sondern ihr dürft euch heute um einer sitzen. Ist auch mal was Nettes, marschieren wir es auch nicht. Ich hoffe, es stört euch nicht zu viel, sonst müssen wir sich noch ein wenig eine Tour überlegen. Aber ich glaube, ich kenne es aus eigener Erfahrung, es ist eigentlich immer ganz nett, wenn man so einen Festtag da mal im Sitzen begegnen. Im Jahr 1913, eben genau vor 110 Jahren, ist unsere Wehr durch Initiative von mehreren Hausbesitzern aus den umliegenden Ortschaften Vorderschlagen, Hinterschlagen und Buchleiten gegründet worden. Die Mitglieder, die waren vorher schon Mitglieder eben bei der FF Ampel waren. Zum ersten Kommandant von unserer Wehr ist der Fritz Eber gewählt worden. Im Jahr 1913 ist schon der Bau unserer Zeughausstätte begonnen worden und 1922 haben wir auch den ersten Schlauchturm angebaut. Nächstes Highlight war 27, da haben wir einen Gerätetausch mit der FF Ampelwand durchgeführt und eine kleine Handspitze mit 70 Meter Schläuchen mit einem Pferdegespann gekriegt. Es waren die Landwirte unseres Pflichtbereiches immer abwechselnd dafür zuständig, dass die auch einsatzbereit waren. Auch der Neustart unseres traditionellen Dorffestes im August 22 war ein voller Erfolg. Im Jubiläumsjahr 2023 wurden für unsere Einsatzmannschaft neue Helme angeschafft. Ist auch immer nur möglich, weil im Dorffest ein großer Erfolg ist und auch durch die Mithilfe des Ganzen, weil sonst wäre das ein großer finanzieller Aufwand, den was wir sonst nicht leisten könnten. Des Weiteren wurden mit großer finanzieller Unterstützung durch die Marktgemeinde 3 neue Atemschutzgeräte und 6 neue Atemschutzflaschen angekauft. So, ich bin jetzt am Ende von meinen Ausführungen da. Grundsätzlich darf ich der Feuerwehr Schlagen zu den 110 Jahren mal gratulieren. Ganz wichtig, man hat es gehört von den Vorrednern, 110 Jahre, es hat vor 110 Jahren Leute gegeben, die haben sich was überlegt. Die haben gesagt, wir gründen eine Feuerwehr, wir brauchen Leute, die was uns helfen in der Not. Und das gilt heute nach wie vor. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man zusammenhilft, dass man uns gegenseitig unterstützt und das funktioniert bei der Feuerwehr sehr gut. Liebe Jubelverein, liebe Jubelfeuerwehr, 110 Jahre Feuerwehr Schlagen hast, 110 Jahre Sicherheit für die Marktgemeinde Ampfelwang. Ich muss sagen, wenn wir als Gemeinde nicht mehr weiter können aus eigenen Kräften, dann gibt es einen Alarmplan, das sieht das Feuerwehrgesetz zuvor. Das kann man auch heute irgendwie beobachten, nachdem lohnt man dann ein, nicht nur im Einsatzfall, sondern auch wenn man einen Festtag begeht. Da kommen sie vom Bezirk Ried um, da kommen sie von den Nachbargemeinden und man trifft sie hier in der Schlag für die Jubelfeier, die 110 Jahre. Und ich möchte jetzt schließen mit einer Idee, die mir heute irgendwo beim Heimfahren im Auto gekommen ist, was das Thema Ehrenamt betrifft. Ehrenamt, das heißt jetzt irgendwie unentgeltlich zu arbeiten. Aber das heißt jetzt für mich, es ist trotzdem irrsinnig wertvoll. Das ist jetzt was, wo man kein Geld dafür kriegt, aber es ist trotzdem unbezahlbar. Und das möchte ich nur einmal unterstreichen, das trifft die Musik genauso wie die Feuerwehren. Danke, dass du da seid, viel Spaß in der Schlag, herzliches Glück auf und Gott zu Ehren, dem Nächsten zu werden. Thank you.